Hier ist Cornerback. Ich bin in Schwierigkeiten. Jemand wollte mich umbringen. Cornerback? Ja. Die Zeit ist um. Sie haben mir das hier als Bürojob verkauft. Dann erzählen Sie mir mal von Ihrem Schreckensszenario. Aber denken Sie dran, dass ich keinen Doktortitel habe. Ich vermute, es gibt einen Plan für einen Terroranschlag. Etwas Großes. Sie sind jetzt kein Analyst mehr, Jack. Sie sind jetzt ein Agent. Im Job alles okay? Ja, läuft super. Ich muss nach Moskau fliegen. Ihr Amerikaner haltet euch gern für direkt. Vielleicht seid ihr einfach nur unhöflich. Vielleicht sind Sie nur empfindlich. Was machst du denn hier? Du hast mich hier reingezogen und ich kann helfen. Wie lange muss ich ihn am Tisch beschäftigen? Für 10 Minuten? Geschafft, ich hab's. Du warst umwerfend. Du wirst dich doch wohl benehmen. Partnerschaften sind zerbrechlich, Mr. Ryan. Ab und zu ändern sie gewaltsam. Wir sind aufgeflogen! Oh mein Gott. Es ist sehr gut möglich, dass wir hier nicht wieder lebend rauskommen. Wo ist sie? Halten Sie das für ein Spiel, Jack? Es ist eine Falle. Tokio, London, Shanghai, alles wird zusammenbrechen. Ich glaube schon. Du meine Güte! Benehmt euch ganz natürlich! Mr. Collins, zu Ihren Diensten. In einem Jahrhundert, in dem es für eine Frau das Höchste war, zu heiraten, war Elizabeth Bennet ihrer Zeit weit voraus. Ich habe sie zur Gefährtin meines zukünftigen Lebens ausersehen. Sir, ich kann sie unmöglich heiraten. Keine Sorge, Mr. Collins! Sag ihr, dass du auf der Vermählung bestehst. Papa, bitte. Du bekommst dieses Haus. Ich kann ihn nicht heiraten. Bewahrst deine Schwestern vor Elend und Not. Ihr könnt mich nicht zwingen. Von Jane Austen, der beliebten Autorin von Emma und Sinn und Sinnlichkeit. Das ist Mr. Darcy. Sieht unglücklich aus, der Ärmste. Er mag unglücklich sein, aber arm ist er ganz gewiss nicht. Tanzen Sie, Mr. Darcy? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Was in aller Welt hast du mit dem armen Darcy angestellt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht das Talent, mit Menschen, die ich nicht kenne, leicht ins Gespräch zu kommen. Übung macht den Meister. Darf ich um den nächsten Tanz bitten, Miss Elizabeth? Wie unangenehm, wo ich doch geschworen habe, ihn auf ewig zu verachten. Sie dürfen. Er ist so reich. Lizzie, was bist du snobistisch? In diesem Herbst präsentiert Focus Features die Geschichte einer modernen Frau. Mr. Darcy ist mit meiner Tochter verlobt. Glauben Sie, ein Mädchen ihres Standes könnte diese Verbindung verhindern? Die herausfand, dass der Mann, den sie nicht ausstehen konnte, zugleich der ist, dem sie nicht widerstehen kann. Erwarten Sie von mir etwa, dass ich mich aufgrund Ihres niederen Standes auch noch freue? Sie waren von Anfang an so arrogant, dass Sie der letzte Mann auf der Welt wären, den ich zu heiraten bereit wäre. Ein gut aussehender Mann. Doch, in der Tat. Working Title präsentiert eine Geschichte, die Geschichte schrieb. Er war ein Narr, ebenso wie ich. In der Liebe sind wir alle Narren. Keira Knightley, Matthew McFadden, Brenda Blethyn, Donald Sutherland und Judi Dench. Sie haben mich verzaubert mit Leib und Seele. Ich dachte, sie kann ihn nicht ausstehen. Das dachte ich auch. Das dachten wir alle. Stolz und Vorurteil. Was wir wissen, ist, dass Saddam im Besitz dieses Materials ist. Wir wissen das nicht. Er wiederholt immer nur die gleiche Lüge. Nur weil man der Premierminister ist, kann man nicht einfach seine eigenen Fakten erfinden. Irgendjemand in diesem Gebäude hat sein Land verraten. Wenn man herausfindet, dass sie Informationen zurückgehalten haben, werden sie wegen Verstoßes gegen den Official Secrets Act angeklagt. Catherine Gunn. Was denken Sie, wer könnte die Cosa-E-Mail geleakt haben? Ich habe hier was, was du dir ansehen musst. Wer hat dir das gegeben? Ein Freund.
Sei vorsichtig. Wenn es echt ist, könntest du allein für den Besitz im Knast landen. Sie sind eine Spionin. Sie arbeiten für die britische Regierung. Nein, ich arbeite für das britische Volk. Ich sammle die Informationen nicht, damit unsere Mitbürger von der Regierung belogen werden können. Die Informationen wurden vielleicht manipuliert, damit dieses Land in den Krieg zieht. Diese Zeitung muss aufhören, Tony Blair alles abzukaufen. Sie konnten nichts gewinnen, aber könnten alles verlieren. Das könnte mit einer Gefängnisstrafe enden. Wollen Sie alles dafür riskieren? Noch nie waren so viele Menschen gegen einen Krieg. Das passiert überall, in jedem Land. Die größte Demonstration in der Geschichte der Menschheit. Wenn wir nicht an die Öffentlichkeit gehen, würden wir eingestehen, dass niemand es den Bürgern sagen darf, wenn ihre Regierung sie anlügt. Was sie getan haben, war außergewöhnlich. Dieser Krieg ist illegal. Die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, wieso. Mein Motiv war es, einen Krieg zu verhindern und Leben zu retten. Ich muss die Wahrheit sagen. Diesen Krieg gewinnen wir nicht. Auch nur ein Wort über das, was ich Ihnen gleich zeige. Und Sie werden wegen Hochverrats hingerichtet. Wer sind Sie? Alan Turing, einer der besten Mathematiker der Welt. Sie kennen Enigma? Es ist das genialste Verschlüsselungsgerät der Geschichte. Die Deutschen setzen es für ihren gesamten Nachrichtenverkehr ein. Es gibt 159 Millionen, Millionen, Millionen mögliche Kombinationen. Es lässt sich nicht knacken. Lassen Sie es mich versuchen, dann finden wir es raus. Mr. Turing, wissen Sie, wie viele Menschen wegen Enigma sterben mussten? 3. Während dieses Gesprächs. Churchill hat Alan die Leitung übertragen? Keith und Charles, ihr seid gefeuert. Sie waren der Klassenliebling, oder? Wir haben zu wenig Leute. Dann besorgen wir mehr Leute. Für die Lösung dieser Aufgabe haben Sie 6 Minuten. Ist das überhaupt möglich? Ich brauche 8. 5 Minuten, 34 Sekunden. Es sollten doch höchstens 6 sein. Was machen wir wirklich? Wir entschlüsseln einen nicht entschlüsselbaren Nazi-Code und gewinnen den Krieg. Oh. Um überzeugender Genie zu spielen, muss man tatsächlich ein Genie sein. Es spielt keine Rolle, wie schlau man ist. Enigma ist immer schlauer. Was ist, wenn nur eine Maschine eine andere Maschine besiegen kann? Haben Sie schon einen einzigen deutschen Funkspruch entschlüsselt? Meine Maschine wird funktionieren. Früher oder später machen Sie einen Fehler. Und wenn ich Joan nicht in dieser Weise liebe? Das ist illegal. Ihnen ist alles recht, um dich loszuwerden. Sie haben mehr Geheimnisse als Mata Hari. Bin ich ein Krimineller? Bin ich ein Kriegsheld? Sie entscheiden jetzt, wer sterben soll und wer nicht? Weil es sonst niemand kann. Sie werden niemals verstehen, wie wichtig das ist, was ich hier erschaffe. Alan! Mein Gott. Ja! Manchmal sind es die Menschen, von denen man es sich am wenigsten vorstellen kann. Die etwas leisten, was bis dahin unvorstellbar war. Keine Ahnung, was das ist. Aztekengold. Die heidnischen Götter haben das Gold mit einem schrecklichen Fluch belegt. 10 Jahre haben wir gesucht. Jedes kleinste Stück haben wir gefunden, bis auf das. Hallo, Püppchen. Sie haben Elisabeth. Willkommen an Bord der Schwarzen Perle. Wir müssen sie retten. Was schlägt er vor, wo wir anfangen? Jack Sparrow sprach von der Schwarzen Perle. Macht ihm ein Angebot, er könnte uns hinführen. Sie vergessen ihren Rang. Du bist ein Hufschmied. Hol mich aus dieser Zelle, dann bringe ich dich zur Schwarzen Perle. Und deinem hübschen Mädchen. Aber ihr seid ein Pirat.
Du hast etwas Wichtiges vergessen, mein Freund. Ihr habt es nicht mit gewöhnlichen Piraten zu tun. Mit wahnsinnigen, grausamen Piraten, das ist gewiss. Es sind grausame Horden, die man nicht töten kann. Sag, leb wohl! Leb wohl! Das Mondlicht deckt auf, was wir wirklich sind. Interessant. Wir sind alle verflucht. Ich glaube nicht mehr an Geistergeschichten. Ihr solltet aber an Geistergeschichten glauben, Miss Turner. Ihr seid mittendrin. Ihr erinnert euch doch an Captain Jack Sparrow. Tötet ihn! Ich werde dich lehren, was Schmerz bedeutet! Du magst Schmerzen? Dann versuch's mal mit einem Korsett. Da kommen sie. Fluch der Karibik. So, dann lasst mal hören, was ihr so drauf habt. Zeiten ändern sich. Wir müssen uns anpassen, Dan. Raus aus meinem Auto. Du musst gehen. Ich hol meine Klientenliste. Wir sind hier nicht bei Jerry Maguire. Meine Kunst nehme ich mit. Weißt du irgendwas über deinen Vater? Ich weiß, was Mom sagt. Und was sagt Mom so? Du bist ein armseliger Loser. Mit wem war ich die letzten 5 Jahre zusammen? Mit einem Rockstar. Wer ist sie? Es ist einfach passiert. Das ist ein neuer Song für alle, die sich schon mal einsam gefühlt haben. So you find yourself at the subway. You realize it's the end of the line. Ich hab mich volllaufen lassen, wollte mich umbringen und dann hab ich deinen Song gehört. Ich will Platten mit dir machen. Du kannst mich nicht unter Vertrag nehmen und ich will auch gar keinen Vertrag. Du müsstest das Bier zahlen. Lass uns ein Album aufnehmen. Überall in ganz New York. Unter einer Brücke? Chinatown. Auf Ruderbooten im Central Park? Wir nehmen alles auf, egal was passiert. Und wenn sie uns verhaften? Wird weitergemacht. Dein Freund hat einen Musikpreis gewonnen. Wir müssen das irgendwie zusammen durchstehen. Es hat sich alles verändert. Schöner Bart, du Loser. Jetzt schwing deinen süßen Hintern endlich mal schon. Sie ist Engländerin, die sind verkrampft. Playlisten verraten sehr viel über einen Menschen. Du kriegst keinen Zugriff auf meine Musiksammlung. Das liebe ich so an Musik. Die banalsten Szenen kriegen auf einmal so viel Bedeutung. Can a song save your life?